Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es gibt einen Kinofilm, der von Holger Strom quasi initiiert wurde. Der heißt Friedlich in die Katastrophe, wie sein Buch. Ich habe Werner Altnickel dazu bei mir, weil da einiges, ja, das ist das Poster, was dazu existiert. Und das ist eigentlich interessant, dass es sehr boykottiert wurde. Vielleicht erzählst du, Werner, erstmal ein bisschen was über den Film, um was geht es da? Ja. Und dann ist ja einiges im Umfeld passiert, wo man sich fragt, was läuft da? Richtig, ja. Also der Film selber ist entstanden aufgrund des Buches Friedlich in die Katastrophe, was Holger Strom schon in den 70er Jahren quasi auf den Markt gebracht hat. Ein Wälzer, ne? Ein dickes Ding. Ja, es waren drei verschiedene Folgen, also jedenfalls mit einer Gesamtauflage von 400.000, die der Anti-Atom-Bewegung gewaltig geholfen hat, weil da wirklich eminent gute Argumente drin waren, um die Atomindustrie auszuhebeln. Man hat ja insgesamt dann auch vier Institute drangesetzt mit Anwälten, um zu gucken, ob er irgendwelche Falschbehauptungen aufstellt, um Schwärzungen zu erreichen oder gar den Verbot des Buches. Man hat es nicht geschafft, also sprich, das Buch war so gut, dass es keine Fehler gab. Aufgrund des Widerstandes, der immer mehr zunahm, ist Holger dann ja auch Folgendes widerfahren, dass er nach einem der vielen Auftritte, die er dann hatte im Rahmen dieser Buchvorstellung, ein gut gekleideter Herr auf ihn zukam, der ihm dann mitteilte, dich werden wir nicht aus dem Wege räumen, aber du hast ja zwei kleine Söhne und wenn die keinen Verkehrsunfall haben sollen, dann raten wir dir, Deutschland zu verlassen, worauf er dann also wirklich für 10 Jahre, weil das ernst zu nehmen war, nach Portugal gegangen ist. Es waren also andere Sachen auch noch, die ich jetzt nicht erwähnen will, aber die gezielt darauf hindeuteten, dass sie wirklich eben da ans Leben wollten. Man hat es, glaube ich, auch immer gesehen, wenn er dann mal gereist ist nach Deutschland, dass an den Grenzen sozusagen auch immer sozusagen das volle Programm dann gefahren wird oder nach der Grenze sobald. Richtig. Man wartete förmlich auf ihn, also auch mitten in Frankreich, wenn er durchfuhr, plötzlich Razzia, ganze Auto auf den Kopf gestellt, gesucht und was weiß ich, vielleicht hat man sogar versucht, ihm was unterzuschieben, keine Ahnung, auf jeden Fall Behinderung ohne Ende und selbst in Portugal hat man versucht, also ihm da Schwierigkeiten zu machen. Gut, lange Geschichte. Kommen wir vielleicht, weil wir noch über die Behinderung noch ausführlicher sprechen werden, gerade was den Film betrifft, aber erzähl doch mal den Film, ist das jetzt, ich meine, so ein Buch verfilmen ist ja ein Sachbuch, geht ja eigentlich nicht, was ist in dem Film jetzt drin, ist da was Neues dazu gekommen? Also es ist so, Martin Ehl, der Regisseur, hat zusammen mit jungen Filmschaffenden viel ehrenamtliche Arbeit da auch reingesteckt. Ein Sohn von Holger Strom ist auch ein bisschen dabei gewesen. Und die haben gesagt, also heute liest kein Mensch mehr ein 1360 Seiten Buch oder nur die wenigsten. Wir müssen das für die jungen Leute oder überhaupt für die Allgemeinheit genießbar machen, indem wir das in einen Film packen. Ja. Und den gesamten Atomkreislauf da reinpacken. Also angefangen von der Uranausbeutung bis hin eben zur Endlagerung ist alles drin. Es ist des Weiteren drin, das sehr gefährliche Thema, sage ich mal, und darauf baute sich dann auch der Widerstand mit auf. Also Uranmunition ist behandelt. Mhm. Mhm. Also der unerklärte Atomkrieg, den Amerika seit 1991 spätestens führt, indem sie also Urangeschosse über 1 Million bis jetzt verschossen haben. Und auch Bomben mit bis zu 1000 Kilo in die Städte mitten hineingeschmissen haben, was überhaupt nirgends in der Presse oder kaum erscheint. Was ja enorme Folgen hat, man sieht ja die Missbildungen bei den Kindern, das gibt es ja ganz grausame Bilder und wissen die wenigsten. Ne? Nein, und das eben auf Milliarden Jahre hin. Ich meine, Halbwertszeit 4,2 Milliarden Jahre von Uran oder 4,5 Milliarden sogar, sind unvorstellbare Zeiten. Und inzwischen gibt es ja schon Soldaten, die Kinder gezeugt haben, ohne Augen und solche Sachen. Und wenn das durch die Presse ginge, würde die Lust, glaube ich, nachlassen, von den Bundeswehrsoldaten in diese Länder zu gehen. Aber es ist natürlich ein absolutes genozidiales Verbrechen an diesen ganzen Völkern da unten. Aber offenbar wird das eben auch total totgeschrieben. Richtig. Da muss man sich ja eigentlich wundern, weil wir haben ja angeblich eine freie Presse. Gut, darauf gebe ich nicht mehr viel. Ja. Aber dann gibt es ja, das ist ja eigentlich das Thema, die Grünen, Greenpeace, es gibt ganz viele Umweltbewegungen. Ja. Ja. Das heißt, man würde davon ausgehen, dass die das doch irgendwie schaffen, ein bisschen das Publik zu machen. Aufzudecken. Ja, sicher, das sollte man annehmen. Es ist leider nicht so. Wir haben also ganz seltsame Dinge erlebt. Also bei der Vorpremiere war ich auch zugegen in Hamburg für Freunde, Presse und so weiter. Da war auch von Greenpeace ein Vertreter dabei, nämlich Herr von Liefen, der den Film also über den grünen Klee gelobt hat. Also man kann sich das Original auf meinem Kanal da www.chemtrail.de angucken, also die Lobesrede. Und dann passierte aber seltsamerweise Folgendes, dass bei einem Gespräch am nächsten Montag mit Holger ihm mitgeteilt wurde von demselbigen, dass wenn bestimmte Teile aus dem Film nicht verschwinden würden, Greenpeace also die Zusage zurückziehen müsste für den Film
zu werben oder beziehungsweise überhaupt den Film bekannt zu machen. Also da sieht man, er war eigentlich persönlich von dem Film begeistert, fand den sachlich gut und hat auch gar noch nichts aussetzen gehabt. Genau. Dann wurde er wahrscheinlich eingenordet. Er wurde, denke ich, ausgebremst. Nicht? So, da kam noch eine weitere Steigerung dazu dann. Der Film allgemein ist ja gut angekommen, so, also von allen Leuten, die das gesehen haben. Die haben zwar gesagt, ist sehr erschütternd, weil viele Dinge, die drin sind, wussten selbst die Anti-Atomis noch nicht, wie drastisch das ist. Holger hat auch, also da war ich vielleicht ein bisschen mit dran, schuldig, mit eingebaut, also die seltsamen Vorgänge in Tschernobyl, dass das also wohl so aussieht, als wenn das also von habähnlichen Techniken eben in die Luft geflogen ist, das Gerät. Und das war einer der Punkte, die rausfliegen sollten aus dem Film. Und der zweite Punkt, dann auch der direkte Hinweis von Habwellen am Himmel bei Fukushima. Da wurde nur angedeutet, also Holger hat da nichts behauptet, nur gesagt, also es Stimmen sagen und so weiter, dass das durchaus auch nicht natürlichen Ursprungs gewesen sein könnte. Und hat dann noch eingeblendet, also die Aussage von Benjamin Fulford, der ja damals Hiso Tekanaka da interviewt hatte, aufgrund dieses Erdbebens 2006 bei dem größten AKW der Welt in Japan. Und er dann gesagt hatte, die Frage war, warum hat Japan das Finanzsystem geöffnet oder ausgeliefert den amerikanischen und europäischen Oligarchen? Und darauf antwortete er, weil wir von der Erdbebenwaffe bedroht wurden. Und das ist natürlich ein tolles Ding. Und darauf hat sich dann auch die Kritik, also speziell von Greenpeace, da gerichtet, zu sagen, das Zeug muss raus. Also im Grunde die Sachen, die darauf hinweisen, dass es Waffen gibt wie oder Anlagen wie Hab, die ja eigentlich natürlich die Umwelt auf alle Fälle betreffen. Das müsste ja ihr Thema sein. So und eben auch Erdbebenwaffen ist natürlich ein ganz frappierendes Thema, was ja auch für die interessant sein müsste, aber sie wollen es nicht. Sie wollen es nicht, weil es klar, es sollen ja weitere Kriege geführt werden, wie man sieht. Ich meine, jetzt ist gerade Syrien dran, dann soll Iran geopfert werden, weil die eben der neuen Weltordnung noch im Wege stehen. Und gut, wir sind hier abhängiges Land, wir sind besetzt und so weiter. Und ich denke, die Amerikaner haben nach wie vor das Sagen bei der Presse sowieso. Es ist ja insgesamt Lizenzpresse, die damals noch mit der alliierten Lizenz eröffnet werden konnte. Ja, so sieht es aus. Die Steigerung kam dann noch. Ich bleibe erstmal bei Greenpeace. Ich habe dann also 180 Anti-Atom-Initiativen angemailt, dass es den Film gibt, dass sie doch werben möchten und so weiter. Sind auch einige drauf angesprungen. Ich habe auch 100 Greenpeace-Gruppen direkt angemailt. Da waren auch einige ganz begeistert und gesagt, selbstverständlich machen wir. Und dann kam der Oberhammer, das uns von einer Gruppe mitgeteilt wurde. Wir haben mitgeteilt gekriegt, erstmal Piano, macht erstmal nichts. Und dann kriegten die auch noch ein ganz hübsches Schreiben von der Greenpeace-Zentrale. Nämlich dieses hier. Ich zeig's mal und dann kannst du es vielleicht mal vorlesen vielleicht. Also eine eindeutige Aufforderung, einfach den Film zum Nichtstun im Prinzip. Ne? Also das, was eigentlich ja Aufgabe wäre. Das ist ungeheuerlich. Ne? Und ich meine, lies es mal vor. Das ist also schönen Dank auch nochmal, weil ich habe ja noch viele Sympathisanten bei Greenpeace. Bei meiner Aktion 2011 war es ja sogar so, dass ein Campaigner, den ich jetzt namentlich nicht nennen will, weil er sonst Ärger kriegt, und mich umarmte und sagte, geile Aktion, die du hier machst. Das heißt, man sieht ja, man macht eine Aktion. Und fordert sie auf, was zu tun, und die Leute im Hause sagen, ja, endlich, ne, kommt von außen auch mal ein bisschen Druck. Ne? Das ist ja im Grunde, die wollen ja auch was machen, aber wenn sie dann zurückgepfiffen worden, aber liest es vielleicht mal vor. Also das Ding lautet folgendermaßen, Infos zum Film Friedlich in die Katastrophe, keine Greenpeace-Kooperation. Also groß in der Headline drüber, an die Gruppen. Hallo zusammen, einige von euch haben eine Anfrage erhalten, den Film Friedlich in die Katastrophe zu promoten, das war eben die Anfrage von mir, und viele Leute dazu zu bewegen, in diesen Film zu gehen oder gar selbst Veranstaltungen zu organisieren. Der Film Friedlich in die Katastrophe geht nicht auf eine Kooperation mit Greenpeace zurück. Unser Atomexperte Heinz Mietal hat lediglich eine Einschätzung zur Atomdebatte gegeben und im Film wurde Greenpeace-Filmmaterial verwendet. Daher wird der Film auch nicht auf unserer Homepage erwähnt und beworben. Nun muss man sehen, also jede kleinste Atomgeschichte wird auf der Homepage beworben, unter anderem also kleine Theaterstücke sogar, die in Hamburg stattfinden, mit 30, 40 Leuten Zuschauern vielleicht. Und das fällt einfach weg. Also ist etwas vorgeschoben. Wir möchten euch bitten, im Moment keine Aktivitäten rund um den Film zu machen, in Klammern. Es wird konkret keine Infostände, keine Filmabende organisieren.
Wir haben keine Kooperation und sind auch nicht mit allen Aussagen in dem Film einverstanden. Siehe, das waren die Aussagen. Ja. Und Holger hat sich eben nicht beugen lassen, hat gesagt, kommt gar nicht in die Frage, lass mich doch nicht zensieren. Ja. Außerdem war er sowieso empört, dass also eine Umweltschutzorganisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, also Anti-Atom zu sein, es ist Wahnsinn. Ja. Trotzdem ist der Film offenbar sehr sehenswert und Greenpeace hat auch einen großen Part im Film, also hingehen und angucken auf jeden Fall okay. Also sie dürfen hingehen, das ist okay. Ach, das ist ihnen erlaubt. Ich meine, bitte sehr, das sind alles ehrenamtliche Leute, denen braucht man eigentlich nichts erlauben. Ja. Also ich würde mir das auch nicht gefallen lassen. Ja, klar. Ich halte euch auf dem Laufenden und so. Und dann kam nochmal so ein Schreiben, da hatten sie dann gesagt, also hinter den Mails an die Gruppen steckt der Werner Altnickel. Ich denke, daher ist es den beiden wie immer, dass es den beiden immer um die Themen und Verschwörungstheorien geht und ich würde mich an eurer Stelle nicht auf diese Diskussion einlassen und so weiter. Also es ist eine Art Maulkorb-Geschichte und das ist schon bedenklich, finde ich. Auf alle Fälle, natürlich. Ja. Und einfach kaum zu fassen, aber man weiß natürlich, dass es Interessengruppen gibt, die offenbar eben so viel Einfluss haben, auch auf diese Bewegung. Du hast ja auch schon andere Sachen erlebt. Aber erzähl vielleicht nochmal, wie ist das mit dem Film dann weitergegangen? Ja, genau. Ist einem nicht viel gesehen worden oder doch? Ja, es ist so, wir haben ja natürlich dann Werbung gemacht im Internet und. Es hat eine ganze Menge Aufführungen bisher gegeben, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht 50 oder so, schätze ich mal. Und es geht auch noch weiter. Man kann ja auf der Seite friedlich in die Katastrophe, immer mit einem Bindestrich dazwischen, direkt auf seine Seite gehen. De oder com? De, ja. Friedlich in die Katastrophe. Da ist auch das laufende Programm, wann die Kinos da was aufführen. Also hingehen, vielleicht auch Werbung machen. Ich selber biete auch an, Plakate zu verschicken, also die ich eben reingezeigt habe, wenn Leute vor Ort von den Initiativen vielleicht selber ein bisschen Werbung machen wollen. Ist nicht schlecht, dann gehen mehr Leute rein. Was natürlich ganz übel ist, die breite Presse, absoluter Boykott. Man hat im Vorfeld, Holger schon gesagt, er hat ihn ja eingereicht zur Berlinade und also dann den Vorschnitt und so weiter. Und dann wurde gesagt, hervorragender Film, aber er ist zu kritisch. Er wird auf keinem Festival aufgeführt werden, aufgrund der Drücke, haben sie ihm gleich gesagt. Und wird auch natürlich dann keinen Preis kriegen, ganz klar. Und es wird sogar so weit gehen, dass aus den eigenen Reihen blockiert werden wird. Und das war interessant, dass das schon bevor dem Filmstart, dem offiziellen, dann lief, weil dann passiert etwas noch Ungeheuerlicheres. Und zwar, wie dann die Premiere war, also ich war zwischendurch im Wendland, habe da auch noch Leute mobilisiert und so, auch gute Gespräche geführt, weil ich ja lange in der Anti-Atom-Bewegung war, bei Greenpeace 17 Jahre und so weiter, ich kenne die ganze Szene ja, und viele mich eben auch. Und dann bin ich am Montag auf der Rückfahrt nochmal nach Hamburg reingefahren und habe die Anti-Atom-Initiative ausgestrahlt besucht, weil ich unbedingt mit Jochen Stey sprechen wollte, den ich schon von früher kannte, also ein aktiver junger Mann damals, daher kannte ich ihn jahrzehntelang nicht gesehen. Und jetzt ist er eben der Leiter davon ausgestrahlt und ich war schon erstaunt, ich kam da rein, also Riesenbüro, also mehrere Büros in so einer Riesenhalle da. Und da habe ich mir schon gewundert, also wo das Geld herkommt, weil normalerweise ist die ganze Szene immer klamm. Ja. Das kennt man ja. Das wir auch sehr gut. Gut, aber ich wusste ja noch nichts weiteres. Gut, dann habe ich eine Dreiviertelstunde lang einmal referiert, worum es geht, also worum es auch im Film geht, weil diese Knackpunkte waren mir schon klar. Viele kennen Hab nicht und wundern sich dann. Habe ihm auch noch einen Datenträger da gelassen mit Informationen, habe ihm sogar das Buch von Rosalie Bertell noch da gelassen und geschenkt, dass er sich informieren kann. Gut. Er war dann da an dem Abend, hat dann da auch schon ein bisschen rumgemeckert, was dann zur Folge hatte, dass wohl aktive junge Anti-Atom-Frauen gesagt haben, was ist denn mit dir los, was bist du denn für einer? Ich meine, du machst jetzt hier, bist also Anti-Atom angeblich und meckerst hier an dem Film rum und so und Holger soll dies und das ändern, hat er sich dann wohl geschlichen, also wurde uns so berichtet, weil ich selbst an dem Abend nicht dabei war. Was dann passierte, hat ihm fast den Boden ausgeschlagen. Es ist dann, und das passiert immer noch, dass von Seiten Jochen Steis es ausgeht, dass Initiativen beeinflusst werden, auch Kinos teilweise wohl indirekt dann beeinflusst werden, eben den Film nicht aufzuführen. Wer ist das immer, Steis? Jochen Stey ist der Leiter quasi jetzt von Ausgestrahlt. Dieser Anti-Atom-Initiative, mit Büro in Hamburg. Und hat auch einen großen Namen in der Initiative. Kein Wunder, wie wir nachher erfahren konnten. Uns hat also einen Artikel aus der Berliner Zeitung zugespielt, wo ein großer Aufmacher war, also was er so als an Aktivitäten macht, was durchaus auch lobenswert ist. Und da stand unter anderem aber drin, er würde also jährlich mit 600.000 Euro gefördert von reichen linken Millionären aus Niedersachsen. Stand sogar die Stadt dabei, ist mir jetzt entfallen. Sehr interessant.
Über die Schiene könnte es sein, dass auch dann vielleicht Druck ausgeübt worden ist auf ihn, keine Ahnung. Weil es ist absolut unverständlich, wie man einen Anti-Atom-Film, der wirklich klasse ist, behindern kann von der Seite. Eine weitere Behinderung passierte dann auch noch von den Grünen. Ne? Ich meine, ich bin ja nun schon seit 27 Jahren dabei, ich muss mich immer mehr schämen. Ja. Dass in Kiel die Ortsgruppe da, oder beziehungsweise die für die ganze Region da zuständig ist, also massiv auf Kinos eingewirkt hat, direkt, wir wissen direkt, ein Kinobesitzer hat uns direkt informiert, also Gespräche geführt hat, dass der Film nicht läuft, dass die Grünen das nicht, keinesfalls unterstützen werden und dass sie das überlegen sollen und all sowas. Absoluter Skandal. Mhm. Inzwischen sollen also von den Niedersachsen-Grünen auch welche auf dieselbe Nummer aufgesprungen sein. Man fragt sich, woher kommt das? Weil es sind, Bärbel Höhn spricht im Film, einen guten Kommentar, Holger Wenzel spricht einen guten Kommentar in dem Film, der übrigens auch, den will ich nicht mit in diesen Topf tun, der Anti-Leute da, der auch es ermöglicht hat, mit Holger zusammen, mit Holgers Anwesenheit in Göttingen eine Kinoveranstaltung zu inszenieren und auch zu bewerben. Also der kann da nichts dafür, aber ich denke, der wird auch ausgebremst. Es scheint von oben ein unheimlicher Druck zu kommen. Mhm. Sowohl auf Organisationen wie Greenpeace, als auch hier die Grünen halt. Und was dann noch dazu kam, war dann die Antipresse, die also dann losgeschlagen wurde von der Taz. Die Taz hat einen großen Aufmacher gemacht. Also nun muss man ja wissen, Holger Strom hat also die bunte Liste Hamburg mitgegründet, die also garantiert nicht rechts ist, sondern ganz links. Mhm. Und außerdem hat von den wenigen Sachen, Filmvorstellungen und so weiter, die Holger bekommen hat, die Rote Fahne hat einen Artikel gemacht. Also auch ein ganz linkes Magazin und noch ein weiteres. Da kam also ein Titel, also er wäre jetzt Nazi so ungefähr. Hm. Das machten sie dann daran fest, dass Holger bei einer Filmveranstaltung abends kam ein Reporter auf ihn zu, also er kannte diese Zeitschrift gar nicht, Natur und Umwelt oder so hieß die, im Internet ist dann auch ein Auftritt davon, und hat ihm ein 11-seitiges Interview gegeben. Gut, er war froh natürlich, dass er da mal erzählen konnte, worum es überhaupt alles ging. Wunderbar. Und also diese Zeitschrift, ich bin also auf die Seite gegangen, man findet keinen Hinweis zu rechts oder irgendwelche Hetze oder sonst was, gar nichts. Also angeblich soll einer von den Leuten irgendwas mit der NPD zu tun gehabt haben, und so zieht man dann irgendwie so eine Kordel da durch. Ja. Die Seite selber beschäftigt sich nur mit Tierschutz und all sowas und Umweltschutz und fertig. Aber das dann so zu konstruieren und dann jemanden so reinzutreten, und ich meine, die Taz wird ja nochmal von den Linken gelesen, und anscheinend sind immer, es hat auch Gegenstimmen gegeben bei den Schreiber-Kommentaren dann, beziehungsweise die Leser-Kommentaren, die sagten, nee, also ihr überzieht ja maßlos und so weiter. Das hat natürlich reingehauen. Und viele der Leser glauben anscheinend, dass, also wenn der Papst was erzählt, dass das auch stimmt, was da an der Taz steht. Ja. Und insofern muss man auch sagen, also Mahlzeit Taz. Hm. Nun haben zum Glück sich sehr viele Leute solidarisiert mit Holger und haben, ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, also ein Riesenschreiben, was man auch auf seiner Homepage da lesen kann. Ich werde es auch auf meine Seite nochmal direkt stellen. Da können die Leute mal andere Stimmen dazu auch hören. Hm. Nicht? Also im Moment ist die Situation so, ein Teil der Bewegung erkennt, dass die Hetze deswegen stattfindet, weil der Film gewissen Kreisen schadet. Mhm. Ein Teil diffamiert ihn einfach. Also naja, dass das immer noch funktioniert, diese Rechts-Links-Muster, das ist schade, weil man eigentlich ja erkennen kann, dass das nur Teile und Herrsche ist, das alte System. Ja, und das müssten wir eigentlich überwinden, weil wie viele Positionen sind rechts und links ja doch sehr ähnlich. Das ist ja das Wahnsinnige. Ich habe dann des Weiteren, also ich habe mich viel eingesetzt für ihn da und bin dann auch, wir hatten eine Veranstaltung, das kann ich vielleicht in dem Umfang, weil das auch noch ein bisschen damit zusammenhängt, auch noch bringen, in Berlin bei der TU, wo ich schon 2006 mal eine Veranstaltung gemacht hatte, die ohne weiteres und gut ablief da. Haben wir also einen Raum gemietet für 800 Leute ungefähr, wurde auch stattgegeben, wurde reserviert, haben wir auch schriftlich gekriegt. Anderthalb Wochen vor der Veranstaltung rief mich einer an von den Skeptiker-Seiten oder so, stellte sich erst als Regisseur oder so vor, fragte mich dann aus, also ob das eine Veranstaltung von der Uni selber ist oder von uns. Habe ich gesagt, nee, von uns, wir haben die Räume gemietet. Ein Tag später wurden uns die Räume storniert. Kenn ich sehr gut. Ja. Ohne irgendeine Dings, eine Begründung. Ja, werden versehen, also irgendein Wischiwaschi-Kram halt. Mhm. Ich meine, versehen war ja schriftlich festgelegt, ne? Was soll's. Ja. Gut, dann haben wir, weil da nichts zu bewegen war, die wieder vom Gegenteil zu überzeugen, haben wir dann bei der St. Bartholomäus-Kirche in Berlin einen Raum bekommen, alles zugeschickt bekommen, ein Pastor-Unterschrift, Stempel drauf, alles ganz wunderbar. 2,5 Tage vor der Veranstaltung ruft der gute Pastor mich an und sagt,
Er konnte leider die Veranstaltung nicht stattfinden lassen. Das ginge nicht. Ja, also Leute wären an ihn rangetreten und so. Und über mich würde ja einiges im Internet stehen. Habe ich versucht, ihm das zu erklären und. Also war nicht. Gut. Dann haben wir die Leute einfach stumpf auflaufen lassen an der Kirche. Das waren ungefähr 200 Leute. Weil wenn ich jetzt wieder gesagt hätte, gut, anderer Raum, hätten sie den auch wieder verhindert. Ja. Und wir haben dann also richtig im Prinzip, also ich sag mal, erst dachten wir Kirchenasyl, ne? Und dann haben wir bei den Vietnamesen dann Asyl bekommen, im Vietnamesenhaus, also einem Komplex, wo auch ein Hotel dazu gehört. Und die waren erstmal super freundlich und alles. Ja. Und da gab es auch keine Schwierigkeiten und nichts. Ich meine, die sind ja, glaube ich, sowieso nicht so pro Amerika eingestellt, glaube ich, aufgrund ihrer Erfahrung. Ich habe am Ende der Veranstaltung dann auch einen Film nochmal laufen lassen, also über die Agent Orange, das passt auch gleich alles in die Szenerie rein. Und habe auch von Holger die kritischen Filmteile damit abgespielt, damit die Leute überhaupt wissen, worum geht's eigentlich. Mhm. Ein weiteres Ding war noch, das war der größte Witz, Pastor Bode, der damals schon der Bockdorf-Pfarrer genannt wurde und da immer zugegen war, wurde jetzt auch interviewt. Und der hat also nur zitiert, ein Spruch von Tschernusenko, der bei den Aufräumungsarbeiten in Tschernobyl, also da leitend tätig war, der in etwa sagte, die Diktaturen der Vergangenheit, womit wohl Stalin, Hitler und so weiter gemeint waren, haben zwar Fürchterliches angerichtet, aber dieses kann geheilt werden, daraus kann gelernt werden, daraus können Demokratien entstehen und. Aber das, was absolut nicht entschuldbar ist und was sich eben überhaupt nicht heilen lässt, ist eben die Atomindustrie. Eben durch die langfristigen Verstrahlung. Und das, da hat er ja recht. Und dann wurde ihm vorgeworfen, in Unkenntnis der Leute, die ihn kritisiert haben, weil dass der Spruch eigentlich von Tschernusenko kam, das wäre jetzt schon wieder antisemitisch oder eine Relativierung von Hitler. Und er hat Hitler gar nicht in den Mund genommen. Ja, ja, ja. Aber so, das es wird so funktioniert das. Alles funktionalisiert. Ja, 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 ja. Und das ist schon. Du hast noch ein paar Zitate mitgebracht, habe ich gesehen. Vielleicht können wir das nochmal bringen. Dr. Rosalie Bertell. Genau, Rosalie Bertell. Das passt jetzt auch noch insofern rein. Also wie ich damals meine Aktion machte und Greenpeace uns dann ja, also auch der Campaigner, der für Klima zuständig war, also ich lasse da nichts auf den kommen. Der wollte auch, der hatte uns auch, wir waren mit 21 Leuten ja in einer Diskussion mit denen zugesagt, dass wir sachthematisch am Thema Chemtrails, Hab und Uranmunition dann arbeiten, beziehungsweise uns austauschen. Ich habe denen ja auch was hingeschickt, es erfolgte dann nichts. Er hatte noch nicht mal den Anhang dann durchgearbeitet von der Presseerklärung, wo ich so ein ganz langes Ding auch schon geschrieben hatte. Und das war auch ganz deutlich, dass da auch wieder ausgebremst wurde. Daraufhin hat Dr. Rosalie Bertell, die sich ja verdient gemacht hat, also nicht nur in Seveso damals schon, sondern auch in Tschernobyl, und die ja eben dieses Buch Kriegswaffe Planet Erde geschrieben hat im Jahr 2000, was also wo ich das Nachwort jetzt in der deutschen Ausgabe geschrieben hat und was dankenswerterweise Frau Professor, also eine Professorin aus der Uni Innsbruck, dann eben ins Deutsche hat übersetzen lassen. Und daraufhin schrieb dann Frau Rosalie Bertell Folgendes an Greenpeace selber, an den Campaigner. Seid ihr in die Passivität verfallen? Könnt ihr denn die Schreie derjenigen nicht hören, die den Planeten wirklich retten wollen und nicht nur versuchen möchten, sein Leiden für ihre eigenen Geheimaktionen zu missbrauchen? Aufgrund der Tatsachen, die mir über Greenpeace in Deutschland zu Ohren gekommen sind, hoffe ich für euch, dass ihr aufwacht und Hilfe leistet. Was sie aber trotzdem nicht getan haben. Mhm. Und das ging dann noch weiter. Also Greenpeace stand immer ganz vorne an der Front, wenn es darum ging, eine saubere grüne Umwelt und wahrhaft offene, gläserne, demokratische Regierung zu fordern. Doch mir scheint es, dass ihr die ganz großen Themen von heute nicht aufgreifen wollt. Chemtrails, röntgenbasierte Radarsysteme, Überhorizontalradare, HAARP, Woodpecker und all die anderen Aufheizer der Ionosphäre. All diese verlogenen Vorantreiber der Kernkraft als angebliches Allheilmittel für den Klimawandel, wobei der ganze CO2-Ausstoß, der in Minen und Mühlen, sowohl im Transportwesen des atomaren Kreislaufes und auch beim ewig ungelösten Abfallmanagement anfällt, verschwiegen wird. Mhm. Also das waren deutliche Worte von einer Fachfrau. Aber es wundert einen, was da läuft. Du hast ja auch einiges erlebt, du könntest wahrscheinlich hier stundenlang erzählen. Ja, klar. Vielleicht ein kurzes Beispiel, du hattest bei der Volkshochschule in Oldenburg mal irgendwie Vorträge. Genau. Da sind ja auch Sachen gelaufen, die da lief die gleiche Nummer ab. Ich habe übrigens schon inzwischen mehrere Leute getroffen, denen es genauso bei Volkshochschulen gegangen ist, weil sie diffizile Themen drauf hatten. Mhm. Ich hatte eingeladen 2008 zu einem Vortrag in der VHS Oldenburg,
Macht über das Wetter hieß der, der also auch den Komplex Harp und Chemtrails und diese ganzen Wettermanipulationen beleuchtete. Daraufhin musste sich derjenige, der mir die Genehmigung erteilt hatte, schon mal reinsetzen und aufpassen, was ich da erzähle und berichten. Und daraufhin resultierte dann, nun muss man wissen, ich habe seit über 15 Jahren immer zweimal im Jahr Vorträge auch über Photovoltaik und Energie, alles Mögliche gehalten. Wurde ich rausgestrichen, ohne mich zu informieren. Das war für mich schon so ein Dauerläufer, ich habe mich gar nicht mehr drum gekümmert. Was ist denn jetzt los? Dann redeten die sich raus, ja, es wird versehen, also wegen einem Wechsel im Personal und so. Habe ich gesagt, gut, nehmt mich wieder rein. Gut, ja. Haben sie mich 2010 wieder reingenommen. Und dann passierte der absolute Klopfer, dass sie mich quasi, dass sie bei den Anmeldungen den Leuten suggeriert haben oder ihnen mitgeteilt haben, wie sie 5 Anmeldungen hatten, haben sie auf die Internetseite geschrieben, also der Kurs wäre voll. Und sie konnten nicht mehr annehmen. Haben mir das dann auch mitgeteilt. Nun wusste ich aber, wenn mich verschiedene anriefen, wo ich sowieso wusste, die wollen da hingehen, das kann nicht stimmen. Und dann habe ich einfach einen Rundruf gemacht und dann kam raus, dass über 25 sogar sich angemeldet hatten. Das haben die mir auch schriftlich bestätigt. Ich hatte das alles da, habe ich dann vorher erst hingefaxt, habe ich gesagt, was ist denn hier los? Ja. Das war ganz offensichtlich, das sollte über die Schiene verhindert werden. Also erst sind zu wenig da und sowieso hin und her, das ganze Personal duckte ab. Ich habe auch die Berichte mitgeschnitten, konnte das alles nachweisen. Und der Direx, den wollte ich dann sprechen und diesen Skandal dann mal aufarbeiten. Mhm. Voll abgetaucht, also der wollte nicht mit mir sprechen. Und ich habe dann eine 84-seitige Dokumentation gemacht, in der ich ein Wortprodukt halte, alles rein, Und wer sich das durchgelesen hat, der weiß, was von einigen VHS-Gruppierungen dazu erhalten ist. Ist auf deiner Seite chemtrail.de auch zu finden? Das müsste noch auf der Seite drauf sein, ja, genau. Ja, ja. Wahrscheinlich ist da so viel drauf, dass man gar nicht alles finden. Muss man Suchbegriff eingeben, VHS. Es ist unheimlich. Aber wir sehen jetzt, wir wollen vielleicht auf das Thema Wettermanipulation haben, und so weiter nochmal eine andere Sendung machen, zumal ja jetzt gerade, weil der EU in Brüssel irgendwie eine Anhörung war über das Thema Geoengineering. Richtig, da machen wir nochmal eine eigene Sendung drüber. Aber was ist jetzt das Fazit der Sendung? Also man wundert sich eigentlich ja nicht, wenn man weiß, dass es natürlich Kräfte gibt, die sehr einflussreich sind, dass auch die ganzen Bewegungen, die sich eigentlich für den Schutz der Umwelt einsetzen, eben einknicken, wenn es um bestimmte Themen geht. Richtig. Was ist dein Fazit daraus? Oder? Ja, es ist immer ein weiterer Beweis, wie es läuft, wenn man mit bestimmten Themen, und das sind eben hauptsächlich die militärischen Themen, denen auf den Geist geht. Und was jetzt gerade passiert, ist ja das Thema Chemtrails zu normalen Dingen zu machen, indem man das jetzt Geoengineering nennt und überall dann jetzt Veranstaltungen stattfinden, um das jetzt einfach reinzuschieben. Das ist so selbstverständlich. Ja, das steht wir machen. Ja dem Schutz der. Höchstwahrscheinlich müssen wir das machen. Das ist auch der billigere und bessere Weg und wir können dann dadurch wieder CO2 substituieren. Also die Amerikaner sagen ja sogar, was Edward Teller aber 1992 schon gesagt hat, man kann sogar noch 50% mehr verschmutzen, wenn wir das so machen. Also es wird alles so hingeredet und den Leuten schmackhaft gemacht. Und da müssen wir halt reinbrechen und sagen, ja bitte, das, was jetzt hier lange schon am Himmel stattfindet, ist genau das, was ihr demnächst angeblich erst machen wollt. Mhm. Nicht? Und da gibt's, es gibt sogar eine Bundeswehrstudie schon dazu, wo das drin steht, dass das zu beobachten ist, aber auch ganz vorsichtig so, also nicht auch gewisse Fahnen da sind und steht interessanterweise drin, dass auch der Dual Use, also der doppelte Nutzen, da beobachtet werden muss, dass man das sowohl natürlich jetzt positiv anwenden kann, aber auch eben zerstörerisch. Aha, da steht da immer drin. Ja. Also das, es fließt so unten rein. Und sie werden irgendeines Tages sagen, so Leute, wir müssen es jetzt machen, das ist auch ganz toll und die Piloten, die da rumfliegen, sind Helden. Es wird ja manchmal so in Werbeanzeigen von Autos und so weiter, da hast du einen blauen Himmel und dann die Streifen. Genau. So als wenn es schon eben auch noch schön und auch spannend ist. Es gehört dazu. Aussieht, ne? Das ist normal. So alltäglich, da haben wir uns dran zu gewöhnen und die jungen Leute oder die Kinder kennen es ja auch gar nicht mehr anders. Das heißt, wenn man sagt, guck mal nach oben, dann sagen wir, wieso? Ist so. Ganz normal. Ich meine, die Amerikaner waren ja sogar so frech, die haben mal so auf Parkplätzen ja Riesenschilder aufgestellt. Also richtig Plakatwände, da stand drauf, also nur ein Tag mit vielen Streifen ist ein schöner Tag. Das steht da drauf, also wirklich. Gut. Ja, lass uns da nochmal eine eigene Sendung drüber machen, das ist natürlich auch ein großes Thema. Mhm. Um jetzt das Thema nochmal abzuschließen, also den Film von Holger Strom, der ist sehr boykottiert worden. Ja. Es ist natürlich auch finanziell für ihn ein Problem. Genau. Kann man denn da noch irgendwas machen? Gibt es den auf DVD oder Blu-ray oder irgendwas? Genau, gut, dass du es ansprichst. Also den gibt es jetzt ab dem 7.7. Ich hoffe, der Termin wird gehalten. Eine DVD mit einer Bonus-DVD.
Comedy. Der Film selber dauert ja 2 Stunden. Mhm. Die haben aber Material gehabt, also viele Interviews von wirklich Koryphäen der gesamten Atomkreisläufe da. Und Gegner. Also noch sehr viel Bonusmaterial. Ja, also es wird bestimmt noch mal fast 2 Stunden Bonusmaterial dazukommen. Und das, was nur kurz angerissen worden ist, also jetzt sagen wir mal diese ganze erdbebenerzeugende Geschichte, Wetterkontrolle, Klamotten, Hab und so, wird da auch noch ausführlicher in der Zusatz-DVD dann verbreitet. Und die kann man vorbestellen, auch jetzt über seine Seite oder über meine Seite. Kostet 20 Euro, also die Doppel-DVD. Und wenn ihr was Gutes tun wollt, bitte vorbestellen, weil die brauchen auch dafür wieder Geld. Also Holger wird wahrscheinlich eh finanziell da bluten müssen und bei Minus hängen bleiben aufgrund dieser Nicht-Werbung, die da stattfindet und Nicht-Filmbesprechung. Das ist ein absoluter Boykott. Und das wäre eine ganz tolle Sache, weil sonst findet man kaum noch Leute, denke ich, die das Risiko eingehen, überhaupt solche Themen anzugehen, auch gegen den Mainstream und gegen die Prügel, die man da bezieht. Ne? Also das wäre eine ganz tolle Sache. Und auch wenn ihr vor Ort also mal Kinos ansprecht und sagt, Mensch, wir haben doch gehört, da gibt es so einen Film und so, soll gut sein, vielleicht Kinos einfach mal zu animieren vor Ort, weil oft ist es bei den Kinobesitzern so, die sagen teilweise, ja, wenn vor Ort keiner ist, keine Initiative und so, die dann ein bisschen mitwerbt oder Mund-zu-Mund-Propaganda macht, dann sind die nicht so mutig. Weil es ist ja nicht so das fetzige Thema für die meisten. Aber wenn man merkt, also man bekundet Interesse und sagt, wir sind hier ein paar Leute in diesem Ort, wir würden ja, vielleicht auch ein paar Plakate aufhängen oder das mit Publikum machen, hilft das eminent mit. Also ich habe ja auch mit Filmleuten gesprochen, also die Kinos haben, und das klingt immer so ähnlich. Also da kann man regional im Grunde auch was bewirken. Ja. Also teilweise, wenn es nicht so sehr weit weg ist, kommt Holger sogar mit vorbei zur Diskussion. In Oldenburg habe ich da ein paar Takte dazu gesagt, weil er müsste ja sonst wo immer hinfahren. Ist ja auch aufwendig und auch kostenintensiv. Ja, und sonst. Vielleicht kann er nochmal herkommen, wenn die DVD rauskommt, dass wir dann vielleicht nochmal eine Sendung mit ihm machen. Ja. Ben, kannst du ihm ja vielleicht auch nochmal sagen. Ja, ich will nochmal zum Abschluss etwas Positives sagen. Also ich war mit Holger ja in Oslo, da ist der Film dann schon mal so grob ins Englische übersetzt worden. Die haben es dann schon mal fertig gebracht, den wenigstens zu untertiteln. Wurde da uraufgeführt bei so einer Gruppe. Und er ist jetzt in Brasilien, soll er bei so einem Filmfestival auch vorgeführt werden. Jetzt sind die fleißig dabei, das zu übersetzen. Ins Englische wird er auch noch übersetzt, ins Polnische wird er noch übersetzt. Wahrscheinlich auch noch in weitere Sprachen. Also das wäre auch gut, wenn jetzt Leute Kontakte haben, in filmähnliche Szenarien, da vielleicht mal Kontakt aufzunehmen, entweder mit mir oder mit Holger. Wobei ich meistens besser zu erreichen bin, weil er viel unterwegs ist. Ja, das wäre eine ganz tolle Sache, wenn da aus den interessierten Kreisen von unserer Seite da auch ein bisschen Unterstützung noch käme. Ja, finde ich toll, dass du einfach diese Aktivität hast und trotz dieser ganzen Widerstände da nicht aufgibst, denn es ist ja mühselig. Es lohnt eigentlich, also man kriegt ja nicht mal einen Schulterklopfen, aber man weiß, man setzt. Auch das kriegen wir auch, also eben von einer anderen Seite. Also ich muss sagen, insgesamt habe ich es nicht bereut, mein ganzes Leben nicht. Ich bin ja immer so ein bisschen quirlig gegen bestimmte Dinge gewesen und werde es auch nach wie vor sein. Man lernt unheimlich tolle Leute kennen. Also auch hier dein Umfeld und so weiter und die einfach Biss haben, die sich nicht verarschen lassen, sag ich mal, die nicht die erste beste Zeitungsschlagzeile glauben, hinterher stochern. Also wir haben ein unheimlich tolles Umfeld gehabt. Ich mache ja auch einmal im Monat so ein Treffen bei mir mit Leuten, das macht Spaß. Also ich muss sagen, das Umfeld, was ich vorher hatte, hat sich verflüchtigt. So geht's, glaube ich, jedem, der an diese kritischen Themen... Ja, die einen fallen weg, andere kommen dazu. Genau, und man ist ja in einer anderen Schwingung, das zieht sich an. Resonanz. Und also ich muss sagen, es macht mir Spaß. Also jetzt würde ich nicht wieder zurück wollen. Finde ich gut, dass du es machst und wie gesagt, da sind wir uns wahrscheinlich vielleicht ähnlich auf verschiedenen Bereichen. Du bist ja auch jemand, der sich sehr fundiert mit den Sachen auseinandersetzt. Das ist mir manchmal dann gar nicht so das Detail so wichtig, aber du machst so, auch so viel, ne? Ich habe so viele Themen. Viel. Du hast dich da ein bisschen spezialisiert und bist also da auch weißt sehr viel und kannst eben auch sehr vieles belegen. Wo ich dann vielleicht noch sagen, ja, ich habe mal gehört, dass das und das ist. Du kannst es dann wahrscheinlich irgendwo. Ja, klar. Nachweisen. Ja. Also, ich danke dir dafür, dass du das machst. Vielleicht zeigst du nochmal das Plakat zum Abschluss, dass wir das vielleicht nochmal auch bekannter machen und hoffentlich noch ein bisschen mehr Interesse daran besteht. Denn das ist ein ganz wichtiges Thema. Und was ganz wichtig ist, will ich vielleicht nochmal erwähnen, also unheimlich tolle Leute dabei, die ist auch in der Solarszene zum Beispiel leider gestorben, ist Hermann Scheer ist dabei, Heinz Smietal eben von Greenpeace, Sebastian Flugbeil, Michael Müller, Ottmar Wassermann, Edmund Lenkfelder, Bärbel Höhn, Stefan Wenzel, Frieder Wagner, der so diesen Film Deadly Dust, also tödlicher Staub mit und dem Uran gemacht hat, Robert Jung, Friedensforscher. Und so Bekannte weiter und weitere. Also wirklich tolles Publikum, auch hervorragende Sprecher,
Es ist ein High-Class-Film. Das ist nicht irgendwie so ein zusammengehoppelter Film. Der Ist ist richtig wirklich gut gemacht. spitze. Also das ist nicht nur meine Aussage, sondern das haben andere Leute gesagt, die da mehr als ich von verstehen. Ja, aber vielleicht wird er gerade deswegen nicht mal ignoriert von bestimmten Kreisen. Er ist ja gefährlich. Ja. Er ist gefährlich. Man könnte diese Kriege, wenn der Bevölkerung klar würde, dass hier ein unerklärter Atomkrieg läuft, mit den Folgen und Auswirkungen, auch sogar auf eigene Soldaten hin. Ja. Also das Golfkriegssyndrom kommt ja auch größtenteils von Uranmunition her. Und das landet bei uns dann auch irgendwann. Natürlich. Dann würde, glaube ich, irgendwas passieren. Dann würden die Mütter sagen, Sohn, du bleibst hier. Die Frauen würden sagen, wir wollen noch mal Kinder haben und so weiter. Mit Augen. Genau, und auch ohne andere Verkrüppelungen. Ja. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass gerade bei diesen Angriffskriegen, die jetzt immer auch noch wieder geplant werden, dass zumindest da nicht wieder derselbe Mist angewendet wird. Zum Glück scheint da ja vieles gar nicht mehr so zu laufen, wie sie es gerne hätten. Ich meine, Irankrieg versuchen sie schon seit Jahren für zu trommeln, wurden immer schon auch mal wieder Flugzeugträger da am Persischen Golf zusammengezogen und so weiter. Syrien auch. Es läuft vielleicht vieles einfach nicht mehr, weil einfach ganz viele Menschen auch schon sagen, naja, das kennen wir ja, das Thema. Klar, wir wollen eigentlich ja keinen Krieg. Die meisten Menschen wollen ja keinen Krieg. Das ist korrekt. Es knirscht und es knirscht eben zum Glück auch schon im Militär und sogar in den Geheimdienstkreisen, sogar im Mossad, sogar im CIA, wo Leute, maßgebliche Leute gesagt haben, das wollen wir nicht, weil sie genau wissen, wo das enden kann und höchstwahrscheinlich endet, nämlich in wirklich einem ganz großen, heißen Krieg. Das scheint nicht mehr so zu laufen, wie die das planen, Gott sei Dank. Aber dazu gehört eben, dass eben auch immer wieder, dass Leute wie dich gibt und viele andere und Holger Strom, die nicht locker lassen, die damit nach vorne gehen, auch wenn sie eben da nicht ein bequemes Leben mit haben und reich mit werden. Wie gesagt, Holger hat da viel Geld reingesteckt. Ich hoffe, es wird sich irgendwann rentieren, aber die Arbeit ist wichtig. Also dafür danke ich dir und wir machen nachher nochmal noch eine Sendung über das nächste Thema. Vielen Dank, Werner Altenkel. Ich danke auch. Tschüss.